Seit dem 14. Mai 2017 kann man im Schwörhaus in Esslingen die Ausstellung Haustiere lieb und lecker anschauen. Der Titel ist mit Absicht so gewählt worden, denn unsere Haustiere sind nicht nur zum Kuscheln da, sondern manche essen wir auch tagtäglich. Martin Beutelsbacher, der Leiter der städtischen Museen, erklärte uns den Hintergrund der Ausstellung. Wir haben hier im Schwörhaus eine Tradition, dass wir Ausstellungen für die Familie und für die Kinder machen. Und wir wollen hier in dieser Ausstellung ein ganz einfaches Thema aufgreifen, nämlich unser Verhältnis zu Tieren. Das ist für viele geprägt dadurch, dass sie Haustiere haben, mit denen sie kuscheln und die einen Teil der Familie darstellen. Aber es ist auch dadurch geprägt, dass wir Tiere aufessen in Form von Schnitzel oder dass wir ihre Produkte essen in Form von einem Spiegelei oder dass wir sie nutzen, indem irgendwelche Schlachtabfälle sich plötzlich in Cremes wiederfinden und sowas. Und wir wollen einfach das Spektrum aufzeigen und jedem die Chance geben, sich darin zu positionieren. Mancher sagt, ich esse nie wieder ein Tier, und mancher sagt, so ein bisschen vielleicht schon, aber vielleicht weniger. Und mancher sagt, du kommst da gar nicht raus aus der Nummer, dann kannst du auch gleich Gulasch oder sonst was essen. Also wir machen keine moralischen Anstalten hier, sondern wir wollen einfach bloß zeigen, was ist eigentlich unsere Situation. Und da suchen sich kleine und große Leute dann ihre Position aus. Das ist ganz klar. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge in der Ausstellung zu erleben. Man kann bei einer Kuhattrappe selbst versuchen, Milch aus dem Euter zu bekommen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man den Trick nicht raus hat. Am Basteltisch können sich Kinder kreativ mit dem Thema Tier beschäftigen. Oder am Schaukasten erkunden, welche Hunde für welche Aufgaben geeignet und gezüchtet wurden. Auch ein eigenes Bienenvolk ist live zu beobachten. Noch bis zum 18. Oktober 2017 kann die Ausstellung besucht werden.